So, und am heutigen Schluss mit lustig Ende im Gelände, elende Presse. Ja, was war da letzte Woche los? Nach dem Halt, nach dem Boxenstopp für Jan Hofer am Hofe des NDR, T-Online schreibt, hätten Sie es gewusst, das verdient ein Tagesschausprecher. 259,89 Euro pro Hauptnachrichten. Ehre, dem GZ gebührt. Oder hier auf bild.de, wann gehen Tagesschausprecher eigentlich in Rente? Oder hier 13-Stunden-Schicht, 6 Sendungen an einem Tag, der harte Alltag eines Tagesschausprechers. Traurig, aber wahr. Und das alles nur, weil sich ein älterer Herr mal eben an einem Tisch klammerte, festhielt. Mich hat eher interessiert, woher der Tisch kommt und warum man, wenn man schon so ewig draufhält mit der Kamera, als Untermalung nicht noch das Lied von Pur eingespielt hat. Du blitzt mich an mit deinen Funkelperlenaugen, das tut so gut, da ist so viel für mich drin. Halt mich fest und drück mich so fest, wie du kannst. Ja, Montag, neue Woche, neues Glück. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt und sich gebückt. Außer Jan Hofer, der darf sich weiter festhalten. Und ihr dürft auch festhalten am Programm von Tour. Da geht's jetzt weiter mit Sabine Finke und der Quick Times. Und fürs Loslassen haben wir dann die Open Line gegen halb fünf. Servus und halt mich fest und drückt mich. Du blitzt mich an mit deinem Funkel.